Ja, dieses 0:4 von Dortmund bezeichnet Ronny Thielemann als nicht akzeptabel. Er spürte im Training allerdings eine willige Mannschaft. Viele haben sich für die Startelf angeboten. Drei haben es im Vergleich zum BVB dorthin geschafft. Nämlich Nils Butzen nach Gelbsperre zurück in der Dreierkette, verdrängt von Schrötter. Im Mittelfeld Göbel neu, auch er war gelb gesperrt. Möker zuletzt angeschlagen, kommt rein ins Mittelfeld. König und Schneider erstmal nur auf der Bank. Ganz vorn Baumann und Gomez, ihre Tore dringend nötig nach zwei torlosen Spielen. Zuletzt alter Bekannter Pascal Testroth, Alexander Sater pfeift an. Das dritte Heimspiel unter Ronny Thielemann. Dem 2:1 gegen Verl folgte das schmerzhafte 0:2 gegen Aue. Nun also Ingolstadt. Der FCI in dieser katastrophalen Lage. Diesen Begriff benutzen die Spieler selbst, abgestürzt in den letzten Wochen. 2023. Ein einziges Trauerspiel zuletzt, das 2:3 gegen Dynamo Dresden. Einwurf Yannick Vogt. Und den gibt's gleich nochmal. Möker immer wieder gesucht. Ball jetzt zu Frick. Auf eben Möker. Neuberger dazwischen, aber Gomez mit gutem Körpereinsatz. Gomez! 30 Meter! Es ist der erste Schuss nach 55 Sekunden. Johan Gomez mit 8 Toren, bester Schütze des FSV, der US-Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln. Zwickau sofort mit gutem Pressing, sofort drin im Spiel. Das Hinspiel, es endete 0:0. Heute will Zwickau Tore sehen. Und so begannen sie auch. Möker auf Baumann. In der Mitte Gomez. Gerade noch so geklärt. Gegen Ingolstadt deprimierende Statistik. 0:2 und 0:3. Heute soll die verbessert werden. 6. Minute. Vogt. Göbel bleibt da hängen. Und der Ronny Thielemann in Schlemer geboren. Lange an der Seite von Jens Hertel. Immer aufmunternd, immer positiv. Löhmanns Röben. Was macht der denn? Fehler von Löhmanns Röben. Patrick Schmidt ist dazwischen. In der Mitte wartet Testroth. Er bekommt den Ball. Vielleicht ein bisschen zu spät. Sater entscheidet dann auf Abseits. Und die gelbe Karte für Preisinger. Für diesen Moment. Taktisches Foul gegen Möker. Wer so zerrt, wer so reißt, sieht gelb. Er fehlt gegen 60. 14. Minute. Kostli mit der Ecke. Und die nächste Konterchance für den FSV. Und wieder ist der Preisinger. Gibt es die gelb-rote Karte? Zwickau will sie natürlich sehen von Alexander Sater. Preisinger mit dem nächsten taktischen Foul sehr tief in der Zwickau-Hälfte hat hier Glück. 15. Minute. Ball läuft hin zu Baumann. Er versucht die Flanke. Hätte vielleicht selbst abschließen können. Muslio rettet. Ein frühes Tor für den FSV. Es wäre mal so wichtig, würde für Entlastung sorgen. Das war schön kombiniert zwischen Baumann, Möker, Baumann. Am Ende sucht er Gomez. Warmer Applaus. Eher ein aufbauender Typ, Ronny Thielemann. Die Ecken alle getreten von Göbel. Marius Funk mit der Hand dazwischen und dann Möker. Dritte Saison in Zwickau. In der letzten hat er 2 Tore erzielt, in dieser noch keins. 4000 Zuschauer, die Zwickauer Fans lautstark. Und die Mannschaft agierte. Ingolstadt sehr tief stehen zu Beginn. Ball kommt nochmal zu Jansen. Und dann spielen sie sich schön durch. Die Kerze von Kopacz. Davy Frick ist da beinahe noch dran.
gibt die nächste Ecke. Davy Frick muss selbst lachen über diese Flugkurve. Hier Kopacz, der dann nicht mehr zum Ball geht. Frick versucht's. Vielleicht gibt's noch einen ganz leichten Kontakt. Fakt ist, es folgt die nächste Ecke. So die Entscheidung von Alexander Sater. Laufwege von einer zur anderen Seite. Köbel. Und wieder Möker. Ein Kopfballtor hat er noch nie erzielt für den FSV. Möker, der als 12-Jähriger beim VfL Wolfsburg begann. 10 Jahre dort spielte. Für ein Bundesligaspiel hat es allerdings nicht gereicht. Brinkis, 26. Minute schon Gomez gesucht. Und dann Ziegele. Er verliert allerdings den Ball an Schmidt. Das ist Kopacz mit schönem Steckpass auf Testroth. Testroth vor Brinkis. Wichtige Parade von Johannes Brinkis gegen Pascal Testroth. 7 Tore hat der erzielt in dieser Saison. 3 davon 2023. Klingt ganz gut, aber für Aue hat er einst in der Bundesliga der zweiten 15 Mal getroffen. Für Dynamo in der dritten 18 Mal. 35. Minute. Einwurf Butzen. Jetzt mal der FC Ingolstadt im Pressing. Ganz vorn aufgerückt. Beck verteilt den Ball. Und in der Zentrale Testroth gegen Brinkis. Der beschwert sich zwar, aber Testroths Verhalten im 5-Meter-Raum muss Sater nicht abpfeifen. Es besteht dort kein besonderer Schutz des Torhüters mehr. Aktion von Testroth in Ordnung. 37. Minute. Und dann ist da Löhmanns Röben gegen Kopacz. Er sieht dafür die gelbe Karte. Löhmanns Röben. Aber entscheidender ist, dass Kopacz mit Schulterproblemen ins Spiel gegangen ist, die nach dieser Attacke von Löhmanns Röben wieder aufbrechen. Er fällt auf die Schulter, Kopacz. Liegt lange mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen. Die Entscheidung für Giorini Capretti. Er muss wechseln. Justin Butler kommt für Kopacz. Butler, 22 Jahre alt, Mittelstürmer, 41. Minute. Schmidt mit dem Kopf. Und jetzt wird's wild im Strafraum. Nochmal Schmidt. Und da ist Butler. Justin Butler. Seine beiden Saisontore haben dem FC Ingolstadt gar nicht geholfen. Trotz seiner Treffer gab es Niederlagen 1:2 gegen Aue, 2:3 in Elversberg. Viele Beine im Strafraum, 9 Feldspieler der Zwickauer im eigenen 16er. Dennoch der Abschluss und der Ball, er zischt knapp vorbei. Gute Möglichkeit für Ingolstadt. Kurz vor der Pause, Einwurf Jansen. Ziegele natürlich mit vorn. Er jetzt hier, der Zielspieler, wird allerdings flach ausgeführt. Und dann Putzen mit gutem Einsatz. Wieder Jansen. Gutes Dribbling gegen Kostli. Und dann ist Marius Funk da vor Baumann. Baumann 7 Tore, die ersten beiden unter Trainer Ronny Thielemann sind darunter. Mal ein sehr guter Move. Eine schöne Bewegung gegen Kostli. Pause in Zwickau hinein in die zweite Hälfte. Ziegele erkämpft den Ball, 48. Minute. Immerhin mal eine Hälfte ohne Gegentor. Aber die Zwickauer, sie brauchen einen eigenen Treffer. Baumann auf Gomez im Strafraum. Gomez, Flanke bzw. Pass nach innen ist gut. Dann steigt Baumann zu hart ein gegen Neuberger. Freistoß Ingolstadt. Auf der anderen Seite Einwurf Kostli. Und natürlich immer wieder gesucht Brackelmann ganz vorn, der hier versucht zu verlängern. Und dann ist da Testroth. Pascal Testroth. Ihn darf man keine Sekunde unbeaufsichtigt lassen. Er riecht den Flug des Balles, scheitert hier knapp. Ingolstadt wieder mit Brackelmann.
Und dann läuft der Ball über das Tor zu Beck. Unkontrollierte Annahme des Dänen mit 9 Toren. Bester Ingolstädter Schütze. Ball kommt nochmal. Löhmanns-Röben kann klären. Jan Löhmanns-Röben. Sie warfen sich rein. Auch Butzen Löhmanns-Röben schon humpelnd in der ersten Hälfte. Konnte dennoch weitermachen. Ein Spiel voller Einsatzstärke geführt. Der FSV geht in die falsche Richtung. Dann Beck, der den Ball übernimmt. Und nochmal Kostli. Marcel Kostli prüft Brinkis. Kostli, 3 Jahre in Magdeburg, danach Mannheim, jetzt Ingolstadt. Schön aufgelegt, gute Phase für Marcel Kostli. 57. Minute. Vogt rutscht vorbei, Ziegele mit der Flanke. Die wird allerdings geklärt durch Muslio. Nochmal Patrick Göbel, das ist immer gefährlich. Seine Eingaben, aber hier kein Problem für Marius Funk. Das Minenspiel von Ronny Thielemann bei der Flanke von Göbel. Es wäre so wichtig für den FSV, dieses eine Tor. Wieder Brackelmann. Kostli. Und dann die Möglichkeit für Testroth. Und da kommt nochmal Butler. Brackelmann mit dem Abschluss aus der zweiten Reihe. Ingolstadt erhöhte den Druck nach 4 Niederlagen. Die Mannschaft von Capretti, sie benötigt dringend Punkte. Es sind übrigens nur noch 7 bis hin zum Abstiegsplatz. Viel über die rechte Seite, über eben Kostli. Ball ist gut, Ball ist sehr gut. 2 Riesenabschlüsse für Ingolstadt. Kostli mit der Flanke. Und dann Schmidt per Kopf an die Latte. Und Testroth per Fuß an den Pfosten. Patrick Schmidt, der Ex-Dresdner, 6 Tore für Dynamo in der zweiten Liga und doppeltes Glück für den FSV. Brinkis macht sich breit, ist aber nicht mehr dran am Ball. Schlag auf Schlag, Kostli! Das sind die Momente von Johannes Brinkis. Dafür lieben sie ihn in Zwickau. Auf der Linie ist er bärenstark. Der Ball abgeköpft von Frick und dann Kostli direkt. Der war schwer zu halten. Sehr viel Verkehr vor Johannes Brinkis. 70. Minute. Sie legten sich die Zwickauer zurecht. Muslio, Brackelmann, da ist viel Raum. Und dann Schmidt auf Butler. One-Touch-Fußball der Ingolstädter. Sie ließen ihre hohe technische Qualität aufblitzen. Butler mit dem Abschluss. Er ersetzte den verletzten Koppert gut. Bei einer Niederlage wäre der FSV Tabellenletzter, weil Meppen gestern gegen Aue gewonnen hatte. Es wären 4 Punkte Abstieg auf den HFC, momentan 16. auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Aber eigentlich brauchen sie hier den Sieg, um näher heranzurutschen. Das ist Vogt mit der Flanke. Eine Hand mit Funk und dann Göbel. Aber kein Problem für Marius Funk. Immer wenn Göbel die rechte Seite runterläuft, dann wird es ruhig in Zwickau. 78. Minute, da ist er schon wieder, Göbel. Wieder so ein langer Ball. Und dann holt Eichinger sich die Kugel. 16 Minuten im Spiel, er war für Löhmanns-Röben gekommen. Die Neuverpflichtung ging so gut los. Als Einwechsler traf er gleich am ersten Spieltag. Da war Thielemann noch nicht dabei. Unter ihm noch keinen Treffer für Eichinger. Vogt mit der Flanke. Abgefangen. Nochmal Vogt. Zwickau
jetzt etwas besser drin, blieb dran am Ball mit Butzen. Aber so waren sie, die Bilder, die Flanken. Leichtes Spiel für Marius Funk in dieser zweiten Hälfte. Kostli auf der Gegenseite, Testrot schon wieder mitten im Abschluss, aber zu weit in Rücklage, weit entfernt von Saisontor Nummer 8. Kein Team ist in der Schlussviertelstunde so anfällig wie der FSV. 17 Gegentore schon, aber eigentlich brauchen sie den Treffer vor. 5 Minuten noch. Patrick Göbel. Abgeköpft. Aus der zweiten Reihe gibt's nochmal Druck für Ingolstadt. Und wieder ist der Eichinger. Gute Abnahme, gute Schusshaltung. Aber sein Ball, er wird dann doch noch geblockt. Der Mann, der in Mainz geboren wurde, der 21-Jährige. Und wieder über rechts, wieder über Göbel. Diesmal geht er nach innen. Sehr schöne Bewegung gegen Rico Preisinger, den er austanzt mit seinem starken Rechten. Dann allerdings kein Schuss aufs Tor. Nächste Szene der FSV. Er machte jetzt Druck. Er wollte den Sieg. Und da ist das 1:0. Robin Ziegele köpft ihn rein. Thielemann ganz entspannt. Er traut dem Frieden noch nicht. Für Ziegele das erste Tor überhaupt für den FSV. Er war vor der Saison aus Münster gekommen und alle sind sie bei ihm. So oft war er im gegnerischen Strafraum. Jetzt kann er seine Kopfballstärke einsetzen, steigt wunderschön hoch und drückt diesen Ball ins Eck. Marius Funk, er hatte wenig zu tun in dieser zweiten Hälfte. Hier kann er überhaupt nichts ausrichten. Ziegele im Zweikampf mit Neuberger, der klare Sieger. Zwickau führt 1:0. Wie viel ist noch zu spielen? Alle blickten auf die Uhr. Und dann gelb-rot für Preisinger. Alexander Sater hätte ihn schon in der ersten Hälfte vom Platz stellen können. Capretti wusste, jetzt wird's noch schwerer. Offene Sohle von Preisinger. Das kann nur gelb-rot bedeuten. Situation für den FSV. Durch das Rot, durch die Hinausstellung gegen Preisinger nochmal verbessert. Und wieder Göbel. Sie versuchten es in der Offensive nach Hause zu bringen. Aber Ballverlust und jetzt schnell nach hinten. Aber der FSV, er blieb dran. Er machte Druck mit Könnecke. Und dann dieser Ball, dieser Schuss, der eingewechselte Jan-Marc Schneider. Plötzlich platzen alle Knoten in Zwickau. Ronny Thielemann, einen Sieg in 5 Spielen, das 2:1 gegen Verl. Und jetzt wechselt er Jan-Marc Schneider ein und er bedankt sich mit dem 2:0. Wunderbar geht er da vorbei an Muslio, der kann das nicht verteidigen. Der Kopfball von Ziegele ins Eck. Der Schuss von ihm ins Eck und dann war Schluss. Der FSV siegt 2:0. Ronny Thielemann fährt den zweiten Sieg ein. Der FSV Zwickau, er lebt.